Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Resident Evil Village weiter. Beim letzten Mal haben wir es geschafft, den zweiten Grafen, Herrscher zu besiegen. Donna, die Puppenfrau. Und jetzt ist alles schick und schön in der Hinsicht. Und wir können uns gleich auf den Weg machen, um den dritten Herrscher zu besiegen. Aber bevor wir das in die Wege leiten, gucken wir uns erstmal nochmal im Dorf um. Nicht dein scheiß Ernst, jetzt sind die hier auch überall, oder was? Mann, warum? Ich habe so schön hier aufgeräumt im Dorf. Und jetzt laufen hier überall Untote rum. Warum? Als ob das sein müsste. Moment. Nein. Ja. Auch gut. So lobe ich mir das. Kann so weitergehen. Ich erinnere mich an das Foto mit dem blauen Vogel. Da oben ist der Vogel. Und was mache ich mit dir? Schießen. Wahrscheinlich war das jetzt falsch. Saftiges Geflügel. Oh, das war gut. Auf die Art und Weise können wir theoretisch uns wieder was Schönes zum Schnabulieren kochen, wenn uns die anderen Gegenstände nicht fehlen würden. Nun gut, früher oder später, nicht wahr? Also, was fehlt uns jetzt alles im Dorf? Wir haben einen Dietrich. Wir können dort im Haus eine Schublade öffnen. Oder irgendwas in der Art. Wird wahrscheinlich eine Schublade sein. Deswegen gehen wir jetzt mal flugs dorthin. Schau mal rein. Hallo, hallo, hallo. Irgendjemand da? Nein? Sehr gut. Also, Dietrich, tue dein Möglichstes, tue deinen Dienst und gebe mir Flintenmunition. Na gut. Ist es ein bisschen enttäuschend, dass es eigentlich fast nur Munition ist, die wir durch die Dietriche bekommen? Vielleicht ist es ein bisschen enttäuschend, aber wirklich nur ein bisschen. Dann möchten wir jetzt zum Sammlerstück von dem ollen Maestro gehen. Und ich frage mich gerade, ob ich hier lang... Ja klar, kann ich hier lang gehen. Denn dann können wir einmal hier so durch und einmal hier so rum. Und alles ist schick und toll. Und wehe, es springen nicht noch mehr Untote hier von der Seite an, die plötzlich aus dem Erdboden hervorkriechen. Das will ich einfach nicht haben. Schlüssel des Geigenbauers. So. Sesam, öffne dich. Wir haben hier ein schickes neues Häuschen. Es ist ausnahmsweise mal was unter der Spüle zu finden. Ja, dann nimm halt auch. Ethan. Dup-di-dup-di-dup. So, was ist das hier? Nix. Happy Birthday! Ist das wichtig? 21.09.2017. Oder? Ist ein 1? Nee, ist ein 7, ne? 27.09.2017. Ich könnte mir vorstellen, dass auch das wichtig ist. Ja, und man könnte davon ausgehen, dass hier ein Geigenbauer gewohnt hat. Das ist ja schick. Der hat ziemlich viele Geigen gebaut. Ob sich das Geschäft für ihn hier in dem kleinen Dorf überhaupt gelohnt hat, sei mal dahingestellt. Aber untersuchen, ja, davon bin ich doch fast ausgegangen. Moment, also was hatte ich gesagt? 27.09.2017. Untersuchen. 27.09.2017. Welche Überraschung. Stahlrisswelger. Ja. Untersuchen. Erweitertes Magazin. F2 Rifle. Mit Spezialzubehör können Sie mir... Okay. Hey, bitte, bitte. Spezialzubehör. Für deutlich erhöhte Magazinkapazität. Teil ausrüsten. Ah. Ah. Cool. Deutlich erhöht. Stimmt, sind 5 Schuss mehr, ne? Oh. Schick, schick. Ja, das lobe ich mir doch tatsächlich mal ein bisschen. Stählerne Statue eines Wesens aus der nordischen Mythologie. Noch nie davon gehört. Resswelger. Keine Ahnung. Wahrscheinlich tatsächlich etwas, was man kennen müsste. Aber
Mir ist das nicht bekannt. Struptica, Modellnummer 763934. Musical Instrument Makers since... Ja, das ist ja lustig. Ja, stimmt, ist auch eine sechsstellige Zahl, ne? Hätte man auch dort ausprobieren können. Aber ich meine, warum sollte dem Geigenbauer ausgerechnet dieses... Hoppsala. Ausgerechnet dieses Modell so wichtig sein? Genau, ich werde ihren 5. Geburtstag nie vergessen. Es ist natürlich das Geburtsdatum seiner Tochter, seines Sohnes, seines Kindes. Dementsprechend, ja, das war einfach. Und ich habe immer noch nicht alles gefunden. was? Warum hab ich noch nicht alles? Das kann doch wohl nicht sein. Hier muss doch irgendwo was liegen. Was Schönes für mich fein. Irgendwo, hier und da. Wir gucken einfach mal herum. Aber hier sind nur Bücher. Und uninteressanter Kram. Ernsthaft, ich weiß nicht, wo hier was sein soll. Oder? Nee, Moment. Aha. 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 Gelbquarz. Moment. Ist es was für die Halskette? Ein Stück gelben Minerals aus der Region. Nee, schade. Nee. Oder? Halskette mit zwei Fassungen kombinieren. Nee. Ja, dann halt nicht. Aber zumindest haben wir jetzt hier alles. Schön. Gut. Dann haben wir auch das. Hier hinten war auch alles. Da ist irgendwas, aber da werden wir niemals im Leben wieder rankommen, was absolut schade ist. Okay, dann denke ich mal, dass wir jetzt hier frohen Mutes abhauen können. Was wiederum bedeutet, dass wir jetzt andere Passagen des Dorfes unter die Lupe nehmen können, in denen voraussichtlich mehr Gegner rumstolzieren, auf die ich jetzt schon keinen Bock habe. Lapdadapdadap. Frage nur, wo lang? Mein Verdacht wäre ja gewesen, dass ich jetzt hier links entlang gehen kann, da wir ja unseren Schlüssel vor kurzem erweitert haben. Auch wenn ich das mit dem Schlüssel immer noch nicht so richtig verstehe. Schlüssel mit 4 geflügeltem Embryo. Nee, passt schon. Weil ich dann wahrscheinlich nicht so richtig gecheckt habe, wie die ganzen Bezeichnungen... Das ist aber auch dämlich mit dem Schlüssel. Also auf der einen Seite ist es cool, dass man halt einen Schlüssel immer weiter erweitern kann. Aber auf der anderen Seite ist es irgendwie auch weird, weil ich mit den Bezeichnungen durcheinander komme. Also, wir... Was zur Hölle bist du denn? Ethan? Hallo Ethan? Bitte? Ist alles Zwischensequenz, ne? Au! Nee, bis hierhin war es Zwischensequenz. Cool. Untersuchen. Ich bin schwer verletzt. Lange halte ich nicht mehr durch. Ich höre ihn draußen auf und ab gehen. Er hat nicht mal gezuckt, als ich auf ihn geschossen habe. Und jetzt spielt er mit mir. Das ist kein normaler Wolf. Aber ich verkrieche mich nicht wie ein feiger Hund. Wenn ich es zur alten Wassermühle schaffe, kann ich ihn stoppen. Ich kann dich beschützen. Es ist ja nicht weit. Verdammt, mir ist so kalt. Ich kann meine Beine nicht bewegen. Es tut mir leid, Luisa. Bitte vergib mir. So, mir ist etwas Furchtbares aufgefallen, nämlich die Tatsache, dass ich die Flinte nicht auf den Schnellzugriff gelegt hatte. Jupp, genau. Also, dieses Schriftstück sagt mir jetzt, dass ich gegen den Wolf besser nicht kämpfen sollte. Wenn der sich nicht einmal... Ja, genau. Wenn der sich nicht einmal durch normale Schüsse aus der Ruhe bringen lässt. Aber was ist das für ein Vieh? Und warum ist es so weird? Und warum soll ich zur Wassermühle? Welche Wassermühle überhaupt? Die Mühle da hinten ist ja nicht so weit. Hat der Typ Lack gesoffen? Was zur Hölle? Okay. Ja, weiß ich nicht. Das ist jetzt ein Problem. Weil eigentlich wollte ich mich hier jetzt ganz in Ruhe umgucken. Ich wollte da noch ins Haus rein und so. Wo ich auch theoretisch reinkäme, weil ich ja einen Schlüssel habe. Aber so hundertprozentig
geht die ganze Chose jetzt hier nicht auf, solange das Vieh dort rumstolziert. Ach so, Moment. Aber es ist nicht hundertprozentig auf mich fixiert. Kann ich mich generell immer in Häuser reinflüchten? Könnte unter Umständen möglich sein, ne? So, Moment. Wäre es nicht so? Ich könnte da zum Beispiel zu dem Haus jetzt rüber. Ja gut, nee. Oder er geht jetzt halt genau in die Richtung. Geht er über die Brücke? Oder nicht? Sieht so aus, ne? Was passiert, wenn ich jetzt so runterspringe? Wird er sofort auf mich aufmerksam und aggressiv? Ne, ich glaube, ich bin ihm erstmal egal, solange ich nicht in seinen Sichtradius gerate. Oder er mich hört. Was genau jetzt, glaube ich, der Fall ist. Was ist das hier? Also schon wie eine Kurbel, ne? Kurbel? Nee, ist keine Kurbel. Was ist das? Hier sind Hühner drin. Ich hätte gerne Hühner. Hühner zum Frühstück. Hühner zum Abendessen. Kann ich hier rein? Ja. Ist hier noch was? Rostige Reste. Apropos Reste. Wie wäre es eigentlich mal mit Munition herstellen? Nur mal so aus Prinzip. Dupdi-dup. Das nochmal so. Alles klar. Der müsste noch irgendwo ganz weit weg sein, so wie wir ihn haben langlaufen sehen. Aber das Gekeuche und Gestöhne von der komischen, von dem komischen Wesen, das klingt so furchtbar nah dran. Als ob der fast direkt neben mir steht. Das macht mir halt so Sorgen. Oh, eine kleine Chuchu-Lok. Süß. So, hier war ich schon mal. Die Schublade steht offen. Ja. Ist das eine vertraute Blutspur? Ich weiß es nicht. Bin mir unsicher. Bin mir vor allem unsicher, wie ich jetzt laufen will. Ich könnte theoretisch dort hinten lang, weil ich hatte die Tür aufgemacht. Und ich wäre der Meinung gewesen, dass ich sowieso hier lang gehen muss. Ja. Um weiterzukommen. Ach, guck mal. Von wegen Tür aufgemacht. Hauptsache da. Wo ist er? Keine Ahnung. Ich renne einfach mal weiter. 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 Irgendeine schleimige Substanz. Sieht nicht sehr stabil aus. Was soll mir das denn jetzt sagen? Soll ich da drauf schießen? Sieht nicht sehr stabil aus. Aber wenn ich drauf schieße, dann wird er erst recht auf mich aufmerksam. Vor allem so viel davon. Was ist das? Sieht nicht sehr stabil aus. Okay, keine Ahnung, was passiert? Ah, cool. Funktioniert. Dup-di-dup-di-dup. Dup-di-dup-di-dup. Ja. Mehr Schleimzeug. Von der anderen Seite verschlossen. Ein Schuss mit der Flinte ohne vier Schuss. Dann scheiß ernst. Oder vier Schuss mit der Pistole. Okay, er schafft es, dort hochzuklettern. Cool. Wir sind bei der Mühle. Und wir sind bei den Schweinchen. Und wir sind hierhin gelangt, ganz ohne Viech. Sehr gut. Hallo, ihr Schweinchen. Ich hab Hunger. Komm her. Komm her, du Schweinevieh. Komm her. Ich will vor allem keine Munition vergeuden, deswegen. Komm schon. Nun komm. Ich weiß, mach mir das Leben nicht so schwer. Wir alle müssen mal sterben. Jeder stirbt einmal.
Also, naja. Wie ich in anderen Spielen in letzter Zeit gelernt habe. Dip, 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 dip. Komm her, du kleines Schwein. Und sei mal nicht gemein. Es wurden bei der Aufnahme dieses Let's Plays übrigens keine echten Schweine in Mitleidenschaft gezogen. Nur digitale Videospielschweine. Ich möchte das an der Stelle nur nochmal betont haben. Aufschließen. Sehr gut. Das ist entriegelt. Was ist das hier? Laboratory? Hier fehlt ja wieder was. Das kann ja nicht verwendet werden. Ich brauche hier irgendwas anderes, um diese Tore zu öffnen. Warum gibt's mehrere davon? Was haben wir hier hinten in der Ecke? Ah, das nächste Kugellabyrinth. Das ist ja eine kugelige Angelegenheit. Schön, schön, schön. Dann haben wir das zumindest schon mal gefunden. Und wir gehen frohen Mutes in die Mühle rein. Aha! Foto eines seltenen Tiers. Ach, das ist genau dasselbe wie beim Vogel, oder? Das ist dann besonderes Schweinefleisch. Vermutlich. Wenn mir jetzt noch wüsste, wo das ist. Foto eines seltenen Tiers. Ein Foto eines schneeweißen Schweins. Wo das wohl gemacht wurde. Ach, ist es nicht das, was wir schon gemacht haben? Bei Luisas Haus? Ich glaube. Da hatten wir das schneeweiße Schwein doch schon gefunden. Ja, bäh. Uralte Infospiel. Ah, guck mal. Kleines Schreibmaschinchen. Aufzug zum Stausee. Das nimmt mich jetzt Wunder. Ich hätte gedacht, ich muss die Mühle irgendwie raufsteigen oder so. Stattdessen geht es hier irgendwo runter. Interessant. Mechanische Tür. Kugellabyrinth. Also ich gehe in jedem Fall richtig, weil Moreau ist der dritte im Bunde. Und zu dem soll ich ja sowieso hin. Es ist ein bisschen, ja, dass ich die Waffe in der Wassermühle mir jetzt nicht geholt habe. Oder soll ich nochmal dorthin? Ich habe keinen Bock auf das Viech. Ach, wir gehen jetzt einfach weiter. Ich bin gut genug gerüstet. Ist schon noch, ne? Mindestens einmal werde ich ins Dorf hier noch zurückkehren. Also von daher, dann können wir uns die Waffe auch immer noch holen. Ist schon okay. Ich gehe fast davon aus, nachdem wir beim letzten Part, oder beim letzten Grafen, beim letzten Herrscher, bei der komischen Puppe, nachdem wir dort so gut wie gar nicht ballern mussten, weil uns die Waffen hier geklaut wurden, dass das bei Moreau jetzt wahrscheinlich sehr viel actionreicher wird. Wäre so mein Verdacht. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Und mir werden gleich wieder die Waffen gemobst. Oh, dieser Aufzug, der ist ja echt schick. Oh, dieser Aufzug. Versucht mal ein Wort zu finden, das sich auf schick reimt. Es ist nicht so einfach. Ja. Bis hierhin cool. So. Eine Mine. Sie nannten es eine Mine. Was ist das hier? Von der anderen Seite verschlossen. Das machte mich gar verdrossen. Kannst du mir so richtig schön vorstellen. Richtig schöne, untote Minenarbeiter oder dergleichen, die hier durch die Gänge wandeln. Weil sie nichts Besseres zu tun haben. Oh, es wird wunderschön. Es wird super wunderschön. Das da oben gehört mir. Hat das jemand gehört? Hoffentlich nicht. Kristallfragment. Für einen kurzen Moment war mir so, als ob ich etwas gehört hätte. Aber kann mich auch getäuscht haben. Ganz schön ekelhaft, ne? Dieses seltsame, was auch immer Zeugs.
Jetzt habe ich es wieder gehört. Oder? Klang so wie eine Stimme, die irgendwas vor sich hingesummt hat. Must have been the wind. Oder so. Ähnlich. Dü. Also bis hierhin gefällt's. Wer auch immer den Teppich hier zum Trocknen aufgehangen hat, der hat sich einen verdammt ungünstigen Punkt dafür ausgesucht. Weil der Teppich würde in 300 Jahren nicht trocken sein. So, lass mich raten. Ich muss das hier abschießen. Oder auch nicht. Okay, es sieht nicht ganz so aus wie die Struktur, die ich draußen zerstört habe. Ja, okay, Ethan kann sich hier einfach vorbei. Oh, guck mal. Verlockend. Jo. Ja gut, dann habe ich jetzt die Arme von meiner Tochter. Oh. Ungezogen. Mutter Miranda, ich würde alles für dich tun. Hi. Ich nehme mir das mal. Was machst du mit Mutters geliebtem Kind? Sie ist nicht ihr Kind. Mehr hast du nicht zu sagen? Was meinst du mit ihr geliebtes Kind? Mutter will ihr Kind zurück. Verarsch mich nicht. Warte, bitte, wenn du das nimmst, lachen die anderen über mich. Aber wenn ich mich besser schlage als sie... Wen interessiert's? Warte, noch ein bisschen, bitte. Was ist so lustig? Du bist dumm. Du redest zu viel. Das war's. Der Eingang ist dicht. Was soll das? Das ist mein Revier. Und ich lass dich nicht gehen. Sehr gut. Das Psycho. Das, was Ethan als Lachen interpretiert hatte, das hatte ich mir als Heulen interpretiert. Aber nun gut. Dreckiger kleiner Dieb, du. Warte. Geh weg. Doch, ich geh jetzt einfach. Tschüss. Was du bettelst. Ich geh. Da kannst du so viel sagen, wie du willst. Ich geh jetzt einfach. Tschüss. So. Bei einer ganzen Modderpumpe und das war's. Das war vorher noch nicht offen? Scheinbar nicht. Wie komme ich hier raus? Naja, ja, jetzt den Weg halt gehen, den ich vorhin nicht gehen konnte. Loop-di-doop-di-doop. Sympathischer Zeitgenosse jedenfalls, dieser Moreau. Ist es gut, dass ich hier lang gehe? Pistolenmunition. Ich könnte auch weiter unten lang, aber das hier... Untersuchen. Sieht zerbrechlich aus. Das sieht mir hier wie der richtige Weg aus, aber was ist denn da unten? Ich möchte kurz gucken. Ich bin doch draußen. Ja gut, das war... Ein kurzes Stell dich ein. Ein weiteres Körperteil meiner Tochter gerettet. Wuhu. Das war ja einfach. Und ich musste den Typen nicht mal umlegen. Stört mich natürlich auch, dass Ethan ihn so nah hat rankommen lassen. Weil ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass der uns einfach ankotzt. Aber habe ich mich getäuscht. Was zur Hölle? Wo bin ich hier? Stausee. Interessant. Da ist ein Boot. Boot. Also ist das der richtige Weg? Aber dann, was ist denn dann... Jetzt bin ich noch mehr verwirrt. Was ist denn dann drin in der Mine? Gehen wir wieder zurück in die Mine. Das ist ja furchtbar hier.
Man wird von A nach B zu Hinz und Kunz geschickt. Mann, Mann, Mann. Nur wegen diesen blödsinnigen Andeutungen. So. Aha. Erstaunlich. So. Und nu? Weiß man nicht. Hier kann ich runter. Und hier... Sind die jetzt Viecher? Ja, klingt sehr danach. Oh, guck mal. Wie süß. Ist hier etwas? Nö. Warum ist jetzt hier noch so eine komische Hütte? Ja. Zwei sehe ich. Mehr könnten hier sein. Jo. Jo. Besiegt. Besiegt. Ich glaube, das war guter, sparsamer Gebrauch von Munition. Erstaunlich, dass es so gut funktioniert hat. So, hier hätte ich die noch ein bisschen beschmoddern können, wenn ich gewollt hätte. Oh, hier ist irgendwas. Noch mehr Pistolenmunition. Ja, ich glaube, der Weg hier war nicht so verkehrt. Denn so kann ich nochmal ein paar Goodies mitnehmen. Und vielleicht finden wir in dieser wunderbaren Hütte auch noch irgendetwas Praktisches. Ah. Scheiße. Nicht schon wieder so einer. Das ist der einzige, frage ich mich jetzt. Bootsschlüssel. Jo. Habe ich mich jetzt eingesperrt, frage ich mich auch. Ja. Mindestens drei. Eigentlich würde ich gern den Typen mit der Rüstung vermeiden. Denn der schluckt mir viel zu viel Munition. Aber ich fürchte, ich komme um ihn nicht ganz drumherum. So. Wow, okay. Jetzt habe ich mich in eine sehr dumme Situation gebracht, glaube ich. Fürchte ich. Jo. Hilfe? 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 Ja, ich habe dich gesehen. Zu spät, zu spät, zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Dumm, dumm, dumm. Wo? Da. Hi-hu-ha-hi. Können mich heilen, ne? Wahrscheinlich sollte ich mich auch heilen. Oder wir lassen's. Wir lassen's, wir lassen's, wir lassen's. Wir haben, was wir wollten. Alles ist schick und toll. Oh. Weil ich jetzt zu gierig war. Weil ich jetzt zu gierig war. Weil ich das olle Fass gesehen habe und gedacht habe, oh ja, das muss ich unbedingt haben. Aua. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ethan. Ethan. Klettert die Leiter hoch. Tschüss. Sehr gut. Hätte ich mich mit ihm anlegen sollen? Ich weiß es nicht. Der Gedanke fühlte sich nicht so geil an. Fühlte sich nicht so geil an. So, wie viele von euch sind jetzt noch hier draußen unterwegs? Ah, guck mal. So, Schwenk gehabt.
glaube, die Durchschlagskraft meiner Waffen gefällt mir aber theoretisch. Also wenn ich die mit der Flinte oder dem Scharfschützengewehr direkt im Kopf treffe, dann sind die ziemlich schnell hinüber. Das macht Spaß. Ich habe mich eben gerade gefragt, wofür ich hier den Schlüssel gebraucht habe, weil ich jetzt nur das Holzboot gesehen habe. Okay, es hat einen Motor. Nun gut. Dann ist ja nochmal alles in Ordnung mit dem Buddha. Sei so gut und bring den Bootsschlüssel zurück in die Hütte in der Mine. Hans ist tot, also ist erstmal Schluss mit Fischfang. Oh nein, nicht Hans. Ich meine, wir wissen doch alle, dass sein Tod kein Unfall war. Er wurde samt Boot von einem riesigen Fisch gefressen. Ich ahne Übles. Ich sehe es jetzt schon kommen. Das wird alles echt blöd. Wird es jetzt wieder so eine Resident Evil 4 Einlage? Mit dem Boot und dem See und dem großen Vieh. So, bewegen. Alles im Load auf dem Boot. Alles im Buddha auf dem Kudder. Kann ich mich hier noch weiter umgucken? Nö. Nö. Oder doch? Nö, sieht nicht so aus. Okay, also das Bewegen des Bootes ist ein wenig weird, aber man kommt damit gut zurecht. So, ja, dann. Was war das? Nicht dein Scheiß ernst. Gut, von dem Vieh würde ich mich gerne fernhalten. Ja klar, dieses riesige massive Vieh, das wohnt hier in dem kleinen See, ist richtig. Naja, passt schon. Aussteigen. Schnell aussteigen. Bitte. Danke. Eine Schreibmaschine wäre ganz nett. Ich wollte jetzt eigentlich heute nicht wieder an die 50-Minuten-Marke rankratzen. Muss ja nicht jeden Tag sein, oder? Eigentlich nicht. Was ist das denn? Eine Forschungsstation? Was läuft hier für ein kranker Scheiß? Runter von mir! Halt still, verdammt! Ethan, hätte nicht gedacht, dass du es so weit schaffst. Wäre doch schade, wenn dir jetzt was zustieße. Ach ja? So schade wie bei mir? Na los doch, bring's zu Ende! Hey Boss, die Bewegungssensoren schlagen Alarm. Wir sollten weiter. Die Sensoren? Wo genau? Unbekannt. Schätze mal, wir waren zu lange hier und Miranda weiß es. Hey, sagtest du Miranda? Was wisst ihr noch? Vergiss es, Ethan, das ist eine Nummer zu groß für dich. Was hat die Probe ergeben? Ist definitiv mit dem Pilz verwandt. Du hältst dich aus der Sache raus. Welche Sache? Pass auf! Wow. Scheiße. Ich möchte raus aus dem Wasser. Ich möchte ganz schnell raus aus dem Wasser. Wäre dies möglich? Bleib weg! Der Ausgang ist geflutet. Keine Chance. Ich habe keine Zeit für dich. Zu spät. Miranda bereitet die Zeremonie bereits vor. Hat sie dich geschenkt, um mich aufzuhalten? Dass ich nicht lache. Sag das nicht. Das ist unfair. Ich gehöre an ihre Seite, nicht du. Was laberst du? Was ist los mit dir, Mann? Ich kann es nicht mehr halten. Oh Gott. Oh Mutter. Warum? Warum?
Oh, scheiße. Buh, scheiße. Ich will hier weg, ich will hier weg, ich will hier weg, ich will hier weg. Oh Mann. Ich glaube, wir brauchen einen neuen Moreau. Oder so, ähnlich. Jo. Das war ja, schwierig. Und wo sind Chris und seine Typen? Also mindestens zwei Soldaten hatte er ja bei sich, ne? Verdammt, was jetzt? Moreau's Klinik. Mhm. Ja, das habe ich mir natürlich... Natürlich ist der Arzt. Was hätte ja auch anderes sein sollen. Hm, cool. Ja. Wir gehen erstmal in die andere Richtung. Geflutet, hat er gesagt. Gatehouse. Pförtnerhaus. Wo? Was zur Hölle? Ja. Ja, ja. Schick, schick. Können wir den See einfach trockenlegen? Untersuchen. Was ist das? Ich habe absolut keine Ahnung. Es sind bunte Kästchen. Ich sehe dreimal orange und dreimal blau und zweimal weiß und einmal schwarz. Schön. Wenn ich untersuchen. Das Wasser ablasse, ist kein Strom. Aha, aber das ist tatsächlich der Plan, ja? Das Pförtnerhaus mit Strom versorgen. Wir wollen das Wasser ablassen. Oh, das ist ja eine brillante Idee. Das ist ja so ähnlich wie in Resident Evil 1 mit den Haien. Da hat man auch das Wasser abgelassen. Betriebsanweisung. Stausee Pförtnerhaus. Starkregen kann den hiesigen Wasserlebewesen schaden. Zur Vorkehr sollte daher auf folgende Weise überschüssiges Wasser aus dem Becken abgelassen werden. Setzen Sie die Windmühlen mit einer Kurbel in Gang, um das Pförtnerhaus mit Strom zu versorgen. Bedienen Sie den Hebel im Pförtnerhaus, um das Schleusentor zu öffnen. Aha. Aha. So. Wo kriege ich jetzt eine Kurbel her? Und vor allem... Ich höre die ganze Zeit noch irgendwas knurren. Ist hier irgendwas in einem Haus mit mir zusammen? Ich hoffe nicht. Aber mich würde es nicht wundern. Was ist das hier nur? Ach so! Ja, toll. Ich höre hier irgendwas knurren. Wie bist du denn hierher gekommen, Kollege? Na? Gut geschlafen? Weißt du selber nicht, ne? Verstehe ich. Zumindest ist hier meine Schreibmaschine, auf die ich schon Ewigkeiten gewartet habe. Suchst du nach etwas Bestimmtem? Ich suche nach einem Weg nach Hause. Kristallfragment. Ich möchte dich verkaufen. Gelbquarz ist 10.000 wert. Nicht schlecht. Kristalliner Schädel. Hier der komische Vogel. Jo. Oh, was bringst so. Du mir denn da Schönes? Waffen sind alle aufgerüstet. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Und der Rest... Ja, ich könnte mir theoretisch überlegen, ob ich die Wangenauflage mir noch kaufe. Aber bislang klappt es eigentlich ganz gut mit dem Scharfschützengewehr, ne? Auch wenn das ein bisschen wackelt, ich kann das relativ gut... ich komme damit zurecht. Möchte ich meinen. Und wie sieht's hier nochmal aus? Mir fehlt einmal Geflügel. Im Dorf liefen Hühner rum, aber wir kamen bei dem Tor nicht weiter. So. Und hierfür fehlt mir einmal Fisch. Und hierfür fehlt mir wieder einmal Geflügel. Und hierfür... Ne, Moment. Krieg ich das hin? Im Besitz. Doch, das krieg ich hin. So. Anzahl. Nicht nachlassen. Zack. Wir Zack. Haben alle Zutaten beisammen. Gut. Gut. Kommt sofort. Job an die Bock. Danke für deine Geduld.
Hier, deine Portion. Vielen Dank. Eine schmackhafte Suppe mit dem erlesenen Fleisch eines seltenen und nur hier beheimateten Schweins. Der hohe Eiweißanteil verwandelt jeden noch so schmächtigen Körper in ein Bollwerk. Der im Blocken erlittene Schaden wurde beträchtlich reduziert. Ja, möchte ich sagen, ne? Das war jetzt richtig, richtig gut. Schön. Witzig, dass ich mir ausgerechnet das jetzt leisten konnte, aber die ganzen Sachen davor nicht. Naja. Die Sicherstellung von Waren hat oberste... Ich bin gespannt auf die nächsten Zutaten. Ich auch. Können wir hier nochmal ein bisschen was... Ach, guck mal, Erste-Hilfe-Dingens. Da fehlt mir jetzt mittlerweile wieder ein bisschen was, aber kann ich mir das nicht einfach herstellen? Ja, Kräuter haben wir ja zum Glück. So. Dann haben wir auch zwei Erste-Hilfe-Arzneien wieder. Und alles ist schön? Fragezeichen. Das Pförtnerhaus mit Strom versorgen. Moreau entkommen. Werden wir über kurz oder lang hinbekommen? Da bin ich mir doch relativ sicher. Ich bin jetzt angeblich schon... Achso, nee, Moment. Ich hatte jetzt auf die Uhrzeit geguckt, wann ich aufnehme. Nee, 7,5 Stunden sind wir jetzt in dem Spiel drin. Fühlt sich nicht danach an, offen gesagt. Aber... ich finde es zumindest ganz nett, dass sie sich einigermaßen Mühe gegeben haben, diese einzelnen Geschichten mit den Herrschern und so halbwegs unterschiedlich zu halten. Also, dass die auch alle einen unterschiedlichen Charakter haben und generell irgendwie anders zu besiegen sind, sozusagen. Ich könnte mir vorstellen, dass bei Heisenberg wieder sehr klassisch wird. Aber vielleicht traue ich dem Spiel doch auch zu wenig zu. Bin gespannt, was dann noch so in Zukunft auf uns warten wird. Für den Moment machen wir dann jetzt erstmal wieder eine Pause und setzen das Abenteuer beim nächsten Mal fort. Ich sag dann jetzt erstmal wieder tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.